من المعاصي فإنني لشك عبد عاصي أستغفر الله من الملاهي ولعب وكل شيء لاهي ومن جميع الكذب في الكلام وجملة الأوزار والأثام وتائب لله بالجلال مما به دنت من الضلال وكل ما خلفت فيه الحق ولم أكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. Wir reden heute über einige schlechte innerlichen Eigenschaften. Das wird was Innerliches, was mit dem Herzen zu tun hat. Wir wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Ala wa inna fil jasadi mudghatun idha saluhat aw salahat salaha al jasad kulluh." وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Der Prophet ﷺ sagte, wahrlich, es gibt ein Fleischklumpen im Körper. Wenn das gut ist, dann wird das ganze Körper gut sein. Wenn schlecht ist, wird das ganze Körper schlecht sein. Wahrlich ist das Herz. Und natürlich, barakallahu fikum, das Herz ist eigentlich der König von allen Körperteilen. Und wenn dieses Herz gut ist, dann wird das Herz den anderen Körperteilen befehlen, Gutes zu tun. Und wenn das Herz schlecht ist, dann wird den anderen Körperteilen befehlen, Schlechtes zu tun. Und das Herz hat Gutes und Schlechtes. Und wenn das Schlechte überwiegt, dann ist das Herz natürlich schlecht. Und wenn das Gute überwiegt, dann ist das Herz gut. Es gibt gute Eigenschaften, was im Herzen sind. Wie zum Beispiel, dass man den anderen das Gute wünscht. Dass man ruhig ist im Herzen. Dass man nicht gierig ist und so weiter und so fort. Und schlechte Eigenschaften, wie zum Beispiel Neid, Zorn und schlecht vermuten. Heute, barakallahu fikum, fangen wir an mit Al-Hasad. Und zwar, barakallahu fikum, Neid. Neid, Al-Hasad, heißt, dass man sich wünscht, die Gaben von den anderen bei sich zu haben. Oder, dass die anderen diese Gaben, was sie von Allah bekommen haben, verlieren. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat jemanden Gaben gegeben. Man wünscht sich, diese Gaben zu haben. Oder man wünscht, dass die Gaben verloren gehen. Dass die Person, die diese Gaben hat, nicht mehr diese Gaben hat. Und das ist eine Krankheit eigentlich. Neid. Eine sehr schlechte Krankheit. Weil wenn man diese Krankheit hat, da wird man immer die anderen beobachten. Und da wird man überall schauen, was die anderen haben, damit man selber dies hat. Und das wird dazu beitragen, erstmal beobachten, dann schlecht vermuten und dann aktiv was zu machen, damit man das bekommt, was die anderen haben.
wenn man so, sage ich jetzt, so viel Neid im Herzen hat, Neid, wir haben gesagt, wenn man so viel Neid hat, erstmal, das führt dazu, Beobachtung der anderen. Dann führt dazu, nach Beobachten, schlecht vermuten. Und vielleicht schlecht reden über die anderen. Damit man sich selber davon überzeugt, dass das richtig ist, was man hat. Und das wird dazu am Ende führen, dass man aktiv wird, aktiv werden, um diese Gaben, die die anderen haben, selber zu bekommen. Und das kann zu Kriminalität führen, das kann zu Klauen führen, das kann natürlich die Gesellschaft wirklich zerstören. Natürlich, jeder Mensch hat irgendeinen Teil von Hasad oder von Neid. Jeder hat das. Aber es gibt Leute, die das begrenzen können und einschränken können, indem sie Allah subhanahu wa ta'ala Fürcht und Geduld zeigen. Und es gibt andere, die das nicht tun können. Das heißt, wenn man sich wünscht, dass man eine gute Gabe selber bekommt und dass diejenigen, die diese Gaben haben, noch diese Gaben behalten, dann ist das kein Problem. Dann ist überhaupt kein Problem. Das heißt, du siehst zum Beispiel jemanden, diese Person hat schöne Stimme im Koran lesen oder sage ich jetzt, hat Wissen oder hat Vermögen, und dann wünschst du dir das mit, natürlich mit dem Wunsch, dass dein Bruder seine Gaben behält und dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm mehr gibt, dann kein Problem. Dass man sich diese Wetteifern hat, oder dass man mit seinen Brüdern wetteifert, wer besser wird, auch wenn man ein Stück Neid im Herzen hat, kein Problem. Aber wenn das dazu führt, dass man ungerecht wird oder dass man den anderen oder die anderen schlecht darstellen will, damit man sein Neid begründet, dann ist das sehr schlimm. Und dann hat man die Grenze überschritten. Und die Leute bezüglich Neid sind verschieden. Erstens, man mag nicht die Wirkung der Gaben bei den anderen zu sehen oder zu spüren. Das heißt, man will überhaupt nicht sehen, dass die anderen Gaben haben oder dass sie was von Allah Gutes bekommen haben. Man wünscht sich das nicht, man will das nicht. Und das ist Barakallahu fikum, indem dieser Neider sich wünscht, dass die andere Person die Gabe nicht mehr hat, dass er die Gabe verliert. Oder der nimmt Mittel, der schöpft die Mittel und die Gründe aus, damit die andere Person die Gaben verliert. Oder der wünscht sich, dass der andere die Gabe verliert und ihm gegeben wird. Das sind drei Themen. Es gibt eine Person, die ist so neidig, der wünscht sich überhaupt nicht, dass die anderen Gaben haben. Oder wenn er Gabe bei den anderen sieht, der wünscht sich, dass sie alles verlieren. Oder dass er selber das bekommt und er schöpft alles aus, damit die anderen die Gaben verlieren. Zweitens, Barakallahu fikum, man sieht die Gabe bei seinem Bruder, und man wünscht sich, dass sein Bruder weiter diese Gabe hat und er selber auch das Gleiche.
Und dies nennt man Ribta. Ribta. Ribta ist, ich sehe bei meinem Bruder etwas Gutes, ich wünsche mir das auch und ich bitte Allah darum, dass mein Bruder das weiter behält und dass Allah subhanahu wa ta'ala für ihn das segnet. Und meistens Al-Ribta ist in der Religion. Und wenn man auch diese Wetteifern zwischen den Leuten hat, das ist schön, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافِسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Im Guten kannst du dich bemühen, besser als die anderen zu werden. Und du wünschst dir auch, dass du bei den anderen bist. Und deshalb, Barakallahu fikum, Zakumullah khairan, sagte der Prophet, schaut mal die Leute, die über euch sind, und schaut mal die Leute, die unter euch sind. In der Religion schaust du die Leute, die über deine Person sind. Aber in Dunya schaust du die Leute, die unter dir sind. Dann wirst du die Gabe Allah subhanahu wa ta'ala schätzen. Wenn du das nicht machst, dann wirst du die Sache Allahs nicht mehr einschätzen. Das heißt, wenn du immer die Reichen anschaust und du willst wie die Reichen werden, dann wirst du nicht mehr erkennen, was Allah dir von Gabe gegeben hat. Aber wenn du die Leute in Dunya siehst, die nichts zum Essen haben, nichts zum Trinken haben, und du hast zum Essen, zum Trinken, du hast alles, dann wirst du dankbar sein. Drittens, Barakallahu fikum, etwas, was eigentlich gemocht ist von Ribta, oder man könnte Neid sagen, aber positiv, positiv, wie der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, es gibt keinen Neid außer in zwei Themen. Eine Person hat den Koran von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Und diese Person liest den Koran früh und abend. Und eine Person sagt, wenn ich das hätte, dann werde ich genau das tun, was diese Person tut. Und eine Person hat von Allah Vermögen bekommen. Und er spendet von diesem Vermögen früh und abend. Und eine Person sagt, hätte ich das auch, dann werde ich auch wie diese Person tun. Der Prophet hat hier gesagt, es gibt kein Neid außer in diesen zwei. Aber das ist hier nur Wort benutzen, aber nicht den Sinn an sich selbst, weil Neid verboten ist in unserer Religion. Umar radhiyallahu anhu sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns befohlen, dass wir spenden. Dann habe ich gesagt, heute werde ich endlich Abu Bakr einmal besiegen in einer guten Sache. Dann hat Umar die Hälfte seines Vermögens genommen und er hat gesagt, O Gesandter Allahs, hier, das ist die Hälfte von meinem Vermögen und die andere Hälfte habe ich für meine Familie gelassen. Dann kam Abu Bakr, er hat gesagt, O Gesandter Allah, das ist mein ganzes Vermögen, alles was ich habe. Er hat gesagt, was hast du deiner Familie hinterlassen? Er hat gesagt, Allah und seinen Propheten, das ist die Religion. Dann sagte Umar, bei Allah, ich werde niemals Abu Bakr sozusagen besiegen oder vor ihm etwas oder mehr als Abu Bakr tun. Deshalb ist überhaupt kein Problem hier Barakallahu fikum, weil man Gutes tut, damit man weiter, sage ich jetzt, was Besseres in diesem Zusammenhang tut. Und natürlich was wichtig ist in diesem Zusammenhang, wenn du Gutes tun willst und du siehst, dass andere Leute auch Gutes tun und du willst mehr Gutes tun als die, weil sie Gutes tun, dann wirst du dafür belohnt. Und das ist in der Religion in Ordnung. Warum Neid? Nummer eins, die Schwäche des Imans. Und dass man auf Allah nicht vertraut. Dass man nicht versteht oder nicht begreift oder nicht verinnerlicht, dass Allah
Lebensunterhalt von den Menschen schon bestimmt hat. Und jeder wird das bekommen, was Allah ihm geschrieben hat. Wenn das schwach ist im Herzen, dann wird man Egoist sein und dann wird man gierig sein und Neider. Zweitens, Barakallahu fikum, man mag die Person, man mag nicht die Person an sich selbst. Und deshalb, man wünscht auch diese Person Schlechtes. Da wird man diese Person beneiden. Drittens, eine Person ist besser. Und dann will der Neider, diese Person, dass diese Person schlechter wird, weil die Person gelobt wird. Und da will man nicht, dass diese Person gelobt wird. Dann Barakallahu fikum, wenn man die Leute minderwertig sieht oder man sieht sich über die anderen, das wird Arroganz, Überheblichkeit. Zum Beispiel überleg dir jemand, der überheblich ist und der sieht, dass eine Person besser macht. Natürlich derjenige, der arrogant ist, der wünscht sich das nicht. Und deshalb wird er diese Leute beneiden. Aber der wird dir nicht sagen, ich beneide diese Person, ich habe Neid. Natürlich, was wird man machen? Da wird man diese Person schlecht darstellen. Viertens, und das ist Hauptgrund von Neid, wenn die Interessen, sage ich jetzt, gegeneinander sind. Deshalb merkst du immer, die Leute, die sich beneiden, die meisten übrigens, die sich beneiden, sind Gelehrten, Lehrer. Zum Beispiel ein Arzt wird einen Arzt beneiden, aber ein Arzt wird nicht zum Beispiel einen Bauarbeiter beneiden. Es gibt keine Interessen, außer wegen Geld vielleicht, ja. Aber es gibt hier kein Tazahum Masalih. Was wird Tazahum Masalih? Wenn die Interessen aufeinander prallen. Wie Händler zum Beispiel. Der handelt mit diesem, der handelt. Natürlich, der beneidet ihn. Der verkauft mehr, der verkauft weniger. Barakallahu fikum, auch unter den Brüdern oder unter den Geschwistern zu Hause gibt es Neid. Man merkt zum Beispiel, der Vater oder die Mutter bevorziehen einige Kinder mehr. Oder auf der Arbeit. Der Chef behandelt zum Beispiel eine Person anders. Die anderen sagen, ja, warum behandelt er ihn so und uns anderes? Deshalb gibt es Neid. Und auf der Arbeit findet man, ja, Latif, wie Neid zwischen den Leuten ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Al-Hasad, barakallahu fikum, Neid führt erstmal zu Krankheiten. Psychisch ist die Person labil. Und psychisch ist die Person nicht normal. Die Gesellschaft wird leiden, weil diese Gesellschaft, wenn jeder den anderen beneidet, dann werden sie niemals eine Einheit bilden, sondern jeder wünscht sich das Gute und den anderen wünscht er nicht das Gute. Wie wird diese Gesellschaft gut sein? Dann Barakallahu fikum, Hasad ist eine Sünde, weil der Prophet ﷺ sagte, La tahasadu, ihr dürft einander nicht beneiden. Ihr dürft das nicht. Der Prophet ﷺ sagte auch, zwei Eigenschaften findest du nicht im Herzen eines Muslims oder eines Mu'mins. Iman und Neid findest du normalerweise nicht im Herzen eines Muslims. Das Hadith ist bei Ibn Majah und bei An-Nasa'i und bei Al-Hakim und Al-Albani hat gesagt, sahih. Er sagte, im Herzen, im Bauch eines Muslims werden zwei Themen sich nicht befinden. Ghubarun fi sabilillah, Staub auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala, wa feihu jahannam, und die Wärme von der Hölle oder Luft von der Hölle. Und zwei Themen auch findest du nicht im Herzen eines Mu'mins, der Iman und der Neid. Viertens,
Neid ist nicht eine Eigenschaft oder ist keine Eigenschaft von den Gläubigen, von den Mu'minun, sondern von den Leuten, die gegen die Mu'minun sind. وَدَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ. Viele unter den Leuten der Schrift wünschen sich, dass ihr Kuffar werdet, nachdem ihr den Iman verinnerlicht habt, aus Neid. Neid ist eine Krankheit, was bei den anderen Nationen war, was diese Nationen vernichtet hat. Neid führt dazu, dass man immer versucht, die anderen runterzudrücken oder mehr minderwertiger zu sehen. Und da will man sie überhaupt nicht loben. Und durch Neid werden einige Leute kriminell und sie werden sünden oder sie tun Sünden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wie könnte man sich oder wie sollte man handeln, damit man diese Eigenschaft verlässt? Erstens, barakallahu fikum, ihr müsst wissen, das Wissen, wirklich, barakallahu fikum, hier ist die Basis für alles. Alles Gute kommt durch das Wissen und alles Schlechte kommt durch die Unwissenheit. Wenn man Wissen hat und dieses Wissen führt zu Geduld und Taqwa, Gottesfurcht, dann wird man kein Neid mehr haben. Deshalb, barakallahu fikum, man sollte das Gute, das nützliche Wissen lernen und unter anderem den richtigen Tawhid, den richtigen Iman. Allah gibt uns unser Rizq. Ob du die Leute beneidest oder nicht, ob du dir wünschst, dass sie mehr haben oder weniger, spielt keine Rolle. Allah hat das schon bestimmt. Und wenn man diesen Iman hat, da wird man nicht traurig sein, wenn man verliert, und da wird man auch nicht so, sage ich jetzt, da wird man sich auch nicht so freuen, wenn man mehr bekommt. Aber man sagt sowieso, Allah hat mir alles geschrieben. Dann, barakallahu fikum, die Gesellschaft musste benachrichtigt werden von den Wirkungen dieser Krankheit Neid. Und sollte man über solche Themen auch erklären. Man sollte die Geduld stärken. Geduld stärken. Und man sollte lernen, dass man den anderen das Gute wünscht. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Keiner von euch ist vollkommen in Iman, bis er seinem Bruder das wünscht, was er sich selber wünscht. Dann, barakallahu fikum, man sollte versuchen, sich selber zu ändern, indem man anstatt Neid, wenn man auch das Gefühl hat, ich beneide jemanden, dann sollte man Gebet für seinen Bruder machen. Sollte man Geduld zeigen, sollte man Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen, sollte man Istighfar machen und sollte man Allah um Hilfe bitten, dass diese Eigenschaft weg ist. Man sollte die Geschichten über Großzügigkeit und die Geschichten von Sahaba, die überhaupt keinen Neid gehabt haben, lernen. Und man sollte versuchen, das zu verinnerlichen und auch im Leben das zu vollstrecken. Man sollte alle Mittel, die zu Hasad führen, beseitigen. Zu Neid führen, beseitigen. Wie zum Beispiel Ungerechtigkeit. Dass der Vater und die Mutter von Anfang an Gerechtigkeit schaffen unter den Kindern und kein Kind bevorziehen, damit die Kinder untereinander kein Neid haben. Weil wenn die Kinder selber sich beneiden, dann werden sie auch andere beneiden. Deshalb, das ist ein Erziehungsprozess. Und deshalb, barakallahu fikum, sagt Allah, Thema Neid ist sehr schlimm.
Und übrigens, jeder, der Neid hat, der wird niemals das sagen. Keiner wird dir sagen, ich beneide die anderen und so weiter. Und es gibt, subhanallah, Leute, die so extrem in Neid sind, dass er, wenn jemand sagt, ich habe Krebs, der wünscht sich auch Krebs zu haben, damit er sagt, ich habe das auch. Möge Allah uns bewahren. Wirklich, der beneidet alles. Der will alles haben. Und wenn man in einer Sitzung sitzt und redet über ein Thema, der muss drüber sprechen, weil hauptsächlich der ist dabei. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Geduld und Taqwa geben mit dem richtigen Wissen, mit dem richtigen Verständnis. Barakallahu fikum, sagt Allah khairan. Na. Oh, ja. Wenn die da ja untereinander sich beneiden, übereinander schlecht reden, wie sollte man damit umgehen, was sollte man tun? Der Bruder sagt, natürlich, der hat eine Frage zu diesem, was ich gesagt habe, dass viele Gelehrten sagen, die meisten Leute, die sich beneiden, sind Gelehrten oder die sind auch, sage ich jetzt, immer Leute, die gleichen Beruf haben oder die gleiche, sage ich jetzt, Ausübung haben, ja. Der sagt, ja, wenn du sagst, dass die Gelehrten einander beneiden, wie sollten die normalen Leute damit umgehen? Was ist das richtige Verhalten? Achi barakallahu fik, wenn das Neid ist, dann sollte man natürlich Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und man sollte demjenigen, wenn man spürt, dass man aus Neid gegen die anderen spricht, dann sollte man ihn natürlich anweisen. Und indem man ermahnt, Allah subhanahu wa ta'ala hat verboten, dass man über andere redet und so weiter. Aber wenn das nicht der Fall ist, also wenn das nicht aus Neid ist, sondern aus Argumenten und aus Beweisen, Argumenten und Beweisen, nicht aus Hörensagen und nicht aus Vermutung, sondern Argumenten und Beweisen, dann ist das kein Neid mehr, sondern das ist Warnung vor bestimmten Leuten, die etwas schlecht machen. Das heißt, zum Beispiel, irgendeiner begibt sich als Großgelehrter und der fängt an, bestimmte Fatwa zu betätigen oder der fängt an, bestimmte Fragen zu beantworten und man weiß, dass diese Fragen falsch sind. Deshalb, man warnt vor dieser Person, damit die Muslime aufpassen. Da kann man nicht sagen, ja, man hat Neid. Nein. Aber zum Beispiel eine Person sagt die Wahrheit und sagt etwas, was gut ist. Und die andere Person hat keine Belege, keine Beweise, keine Argumente gegen diese Person. Und fängt man über diese Person schlecht zu reden, dann könnte der Grund Neid sein. Wallahu ta'ala ala wa ala. Wie verhält man sich, wenn man weiß, dass diese Aussage oder Warnung und aus Neid ist, dann sollte man diese Person sagen, fürchte Allah und du darfst das nicht. Und erstmal reinige dein Herz und reinige deine Wörter und so weiter. Da sollte man nicht mitmachen. Aber wenn das aus Warnung ist, mit Argumenten und Gründen, dann sollte man das annehmen, sondern sollte man mitmachen. Wallahu ta'ala ala wa ala. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا نعم سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته